Willkommen zurück zu Elden Ring, dem Spiel mit Zeug. Wir sind immer noch im Kerker des Klägers und ich weiß nicht so richtig, was ich hier eigentlich soll noch. Also es gibt hier auf jeden Fall einen, also ziemlich sicher, einen Boss. Achso, Raytracing gibt es erst in der Erweiterung. Okay, gut. Ich habe das Raytracing mal wieder ausgemacht, weil meine arme GeForce 3080 darin nicht ganz so gut geeignet ist. So, ich glaube, ich muss jetzt, um das Raytracing richtig auszuschalten, muss ich jetzt nochmal zurück ins Hauptmenü, ne? Ja, gehen wir sich erst aber ins Hauptmenü. Okay, gut. Spiel erfolgreich neu gestartet. Ja, ich spiele jetzt offline. Aus Versehen. Aber das ist okay für mich. Obwohl, ich wurde eh noch gar nicht invaded, ne? Was ist das im Hauptspiel passiert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Naja, anyway. Müssen wir jetzt leider auf die hilfreichen Tipps verzichten. Achso, genau. Das war ja der erste Gang, den ich lang gelaufen bin, ne? So, warte mal. Hier war ich überall schon, ne? Oh ja, super. Warum machen die so viel Damage? Das ist eine Frechheit. Ernsthaft. Boah, ich hasse die Viecher, ne? Hallo! Geht's noch? Nein. Hallo! Sag mal! Alter, das Vieh hat sich auch nicht säckern lassen, ne? Ich soll jetzt doch mit Blutung weitermachen. Okay, gut, jetzt bin ich wieder hier. Aber gab es hier irgendwo noch eine Tür oder so? Bitte, ich brauche keine Lösung. Bitte, helfe. Okay, also die Erlösung ist anscheinend zu so einem komischen Gemisch aus Knochen und Fleisch verarbeitet zu werden und dann hier in den Dings reinzulaufen, ne? In die, und dann irgendwann in ein Gefäß getan zu werden. Das ist anscheinend wahrscheinlich schon länger nicht mehr passiert, weil das sieht nicht so aus, als wäre dieser Dungeon aktiv. Das ist die Frage, wie lange das dauert, ob man die Leute so 1000 Jahre rumliegen setzt, bis die irgendwie zu ordentlich slurry geworden sind. So, hier geht's auf jeden Fall auch nicht runter. Ne, okay, gut. Hier ist also Sackgasse. Hier war ich ja eigentlich alles als erstes, ne? Insofern ist es ja eigentlich. Das ist ja nicht relativ unwahrscheinlich, dass wir hier noch was finden. Aber ich würde halt sicherstellen, dass. Dass ich hier nicht irgendwie einen Gang übersehen habe oder irgendeine Tür, weil ich habe ja jetzt wahrscheinlich gefühlt alle Schlüssel, die man so. Würdest du bitte aufhören, mir hinterherzustellen? Na gut, also prinzipiell ist das hier gerade ein glorifizierter, gefrorener Maden-One, ne? Vielleicht lasse ich diesen Dungeon noch einfach aus und wenn ich dann irgendwann im Koop-One nochmal herkomme, dann verlasse ich mich darauf, dass Jan einfach den Weg findet, dann wird alles gut. Okay, wir sind unten. So, jetzt sind wir wieder hier, wo die komischen Viecher rumrennen, ne? Da ist eins und da ist das Loch, was darunter führt. Oh Mann. Das scheint echt die beste Möglichkeit zu sein, diese Viecher loszuwerden. Sie einfach mit Zeug vollwerfen. Ja gut, jetzt sind wir aber wieder hier und das, da hinten ist wieder so ein Schreivieh, was in 1000 Teile zerbricht. Und ich kann die halt nicht. So, und ihr jammert hier nur rum, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt eigentlich sehr willens, hier einfach aufzugeben, ne? Weil, diese Höhle füllt mich ja noch nicht gerade mit positiven Gedanken. Achso, die kriechen da raus. Ach, deswegen war das ein halb los. So, und hier geht's ja nochmal runter. Ui, da bin ich dann ja wieder bei dem
Genau, hier bin ich ja bei den Ratten. Okay, die können wir wieder genauso wieder hochgehen. Das ist ein bisschen doof, weil jetzt oben natürlich das Vieh steht, was gerade rausgekrochen ist. Achso, es kommt nicht durch die Tür durch. Das ist natürlich sehr schön. Nimm dies. Aber davon einmal abgesehen. Ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt Gefäße getroffen haben, die noch am Leben waren. Die machen so viel Damage mit ihren scheiß Rumgebrülle, ne? Das ist echt irritierend. Ich verlasse mich darauf, dass das Vieh hinter mir nicht rauskommt. Okay, da sind wir schon runtergesprungen. Naja, ich würde sagen, wir haben hier alles gesehen in dieser Höhle. Okay, es kostet tatsächlich... Oh. Okay, wir treffen ab und zu mal noch Viecher, die 5000 Runen fallen lassen. Wir haben jetzt... Vorhin hatten wir, glaube ich, 100.000, wo ich das eine Mal gestorben bin. Jetzt habe ich schon 170.000. Ich sehe gerade den Mikrofonständer, das ist so halb da vorne. Naja. Anyway. Die Runen sind nicht so interessant. Ja, keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ich will jetzt maximal noch mal kurz in die Höhle gehen, wo die Gefäße waren. Alter. Haben wir darüber gesprochen. Hatte ich nicht vorhin auch 7 Esti, wo ich da runtergegangen bin? Ja, und hier ist die lustige Sprungdings. Warte mal, ich hab hier noch eine krasse Idee. Da irgendwie irgendeine obskure Interaktion mit diesem Schädel, den wir hier unten gefunden haben. Wir sind wieder hier, ne? Wir könnten maximal da hinten noch auf den... Nee, das ist zu steil, oder? Kann man hier nicht einfach so raufspringen? Haha! Ach, verdammt. Okay, dann machen wir das Ding. Also ich mag diese Gegenstände, weil sie kein Mana brauchen. Du kannst also quasi zaubern und es braucht kein Mana. So, können wir hier irgendwie hoch? Naja, gut. Gut, ich habe auch kein Interesse daran, gegen irgendwelche Gefäße zu kämpfen mit diesen Dings hier, also machen wir das auch nicht. Ich renne einfach wie ein kleines Mädchen durch die Gegend und renne weg vor denen. Weil das ist definitiv das Beste, was ich tun kann. Nee, es sieht nicht so aus. Könnte man hier noch wie weit. Das hier ist ja. Die Rückseite. Das hier noch? Achso, das ist noch ein Vieh gewesen. Das war das andere, was die Truhe gestreichelt hat. Would you kindly not? Ansonsten können wir uns hier auch nicht irgendwie an die Kette ranhängen oder so. Nee, gut, dann gehe ich wieder. Nee, da habe ich auch gar keine Lust darauf. Nein, 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 nein. Meine ich mit so einem Scheiß hier. Nee, keine Ahnung, also dann... Ne. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob wir da vielleicht irgendwie... Das sah gerade für eine Sekunde so aus, wäre da irgendwie so eine Plattform oder so. Oder so ein kleiner Absatz, auf den man vielleicht sich nochmal hätte fallen lassen können, aber... Das Vieh macht das so wie immer, oder? Unabhängig davon, was ich tue, oder? Alter, fick dich! Oh, das ist doch so... Oh, sterb ich mal? Nee. Hallo? Also ich bin im Mist extra ausgewichen. Denn sowas. Ja, nee. Gut, dann sagen wir mal zum 10. Mal. Alter! Okay, das ist eine echt dumme Position zu sterben. Weil mich der dumme Schrei. Muss ich denn jetzt lang ran, um da hinzukommen? Vor allem gerade, wo ich auf dem Rückweg war, ne? Ich glaube, das. Vielleicht sehe ich ja beim Durchrennen jetzt noch was? Ne, wahrscheinlich nicht. So. Wir müssen nur eine Leiter runter, aber die andere Leiter ist.
So, und dann müssen wir gerade durch. Die müsste nämlich die Kanzel runterspringen sein. Hier sind sogar zwei von diesen Schreihälsen, ne? Das ist eigentlich ein Wunder, ich noch lebe. Hä? Ist das eine Leiter hier? Oh. Okay. Also, das ist jetzt natürlich interessant. Und das fühlt sich ein bisschen geskriptet an. Also von meiner Seite jetzt aus, weil ich gerade so meinte, naja, vielleicht wenn ich jetzt auf dem Tod One bin, vielleicht sehe ich ja noch was. okay, also der Raum, wo die beiden Schreiviecher drin sind, hat noch eine andere Tür, die ich anscheinend komplett übersehen habe bis jetzt. Oh, da war die Klingel. Moment, ich bin gleich wieder da. Okay, wo war ich? Ach ja. Ist das wieder Mana kostet, ne? So. Man kann übrigens, fällt mir gerade so ein. Ach nee, das kann ich noch allerdings machen. Es gibt noch diese eine Flasche. Das Vieh habe ich getötet, oder? Nee. Fuck you. Ah ja, okay. Hier war ich, ne? Ist hier irgendjemand mit extra Seelen? Ich habe mir auch die dümmste Stelle ausgesucht, um zu sterben, fällt mir gerade so auf. Das ist voll weit jetzt. Vor allen Dingen muss ich ja wieder hochrennen, wieder zurückrennen. Und jetzt vor allen Dingen nicht an der dummen Flasche sterben, die am rumbrüllen ist. What? Was hat das denn gerade? Warum hat das so viel Schaden gemacht? Hallo? Mann, warum können die denn das? Ja, dieses scheiß Rumspringen, ne, was die können, das ist so nervig. So, jetzt nicht nochmal an den... Habe ich sie diesmal getötet? Ist sie schon tot? Wo bin ich denn? Ach so, das ist der Raum. Aber das ist sogar ein klarer Hinweis, wo man hin muss, um wieder rauszukommen. Okay, also ich kenne jetzt den Weg hier, ne? Das muss ja quasi... Alter, natürlich trifft mich das. Okay, eigentlich ist der Weg ziemlich einfach. Das einzige Problem ist, ich verliere wahrscheinlich einen Estus, nur beim Versuch da durchzurennen. Das ist ein relativ langer Boss-Run übrigens, ne? So im Vergleich zu den meisten anderen. Wenn der Boss jetzt da drinnen arschig ist, wird mich das richtig doll ärgern. Das alles nur, weil ich meine Runen nicht verlieren will, die eigentlich überhaupt keine Bedeutung für mich haben. Doch, warte mal, ich könnte an der Tafel der Gnade mal ein paar Sachen kaufen. Dann ärgere ich mich nicht so, wenn ich die verliere. Wie zum Beispiel... Kann ich von hier aus überhaupt reisen eigentlich? Nee, was ich auf jeden Fall machen könnte, ich könnte meine Arzneimischung umbauen. Könnte... Was ist denn? Es gibt irgendein Ding, was den Verlust verhindert. Verringert RP bei Drohnen tot. Verringert kurz den Runenverlust. Ich glaube, das hängt relativ lange, hält das sogar. Oder gibt es das zweimal? Das ist auf jeden Fall das richtig feige Ding. Warte mal. Dann rennen wir nochmal an. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein riesengroßer Blob. Hinter der Wand. Da muss ich eigentlich quasi nur einmal quer durchrennen, oder? Also mehr oder weniger.
Weil da ist ja das, wie was aus der Flasche ausbricht. Das können wir, glaube ich, komplett ignorieren, ohne dass es überhaupt passiert. Hier kriege ich einer raus, das ist rechts von mir gerade, was wir nicht sehen. So, und dann hier drinnen sind zwei, die rumbrüllen. Das ist mir auch relativ egal. Dann rennen wir hier durch. Und hier ist die Leiter runter zur Bosswand. Okay, gut, das kostet mich also, in jedem Fall kostet mich das ein Estus. Hui! Also wahrscheinlich könnte man das so wie taktisch Lüger machen, nehme ich mal an. Aber wer will denn das? So, dann trinken wir das Ding hier mal. Und durchqueren den Nebel. Und wir finden, ach du Scheiße, einen weiteren NPC. Ein Kläger. Und er hat auch diesen Kopf. Okay, er ist wesentlich unsichtbarer als ich, möchte ich mal feststellen. Also das scheint mir sehr klug in Bewegung zu bleiben. Das sind zwei, das ist ja... Okay, wir können jeden der Krieger? Ich frage mich, ob ich auch das Ding nutzen sollte. Warte mal, ich habe hier ganz viele Anklagepunkte um mich herum, ne? Das ist, glaube ich, nicht gut, oder? Das ist, die haben bestimmt irgendeinen akkumulierenden Effekt, nehme ich mal an. Hält er sich eigentlich? Aber ich habe gerade, glaube ich, erfolgreich eine Kopie umgehauen, oder? Ich muss, glaube ich, meinen ersten Heiltrank trinken. Oh nein! Ich glaube, ich bin tot, oder? Aha. Also ich akkumuliere irgendwie diese Effekte und dann... Ah, Marikas fahren. Das macht es ein bisschen einfacher. Also ich akkumuliere irgendwie diese Effekte von diesen Dingern und bin dann tot. So, Arzneieffekte haben den Verlust von Runen verhindert. Das ist nicht schön. Okay, ich bonk den Typen jetzt so hart, wie ich kann mit meinen... Ich kann es eigentlich unterbrechen, das ist natürlich ein Ärger. Wobei mir gerade einfällt, das wäre vielleicht voll klug, eigentlich eher mehr... Warte mal, müssen die mich damit hauen, um diesen Effekt drauf zu kriegen? Die Dinger, die aus der Entfernung zu fliegen, machen nur Damage, wie es aussieht. Ich glaube, es ist dieser Effekt, der das macht, oder? Ah, genau, jetzt habe ich einen so ein Ding drauf. Ne, zwei sogar. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, sechs oder sieben. Da kann ich das damit loswerden. Nee. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Die Imitator-Trainer hat übrigens noch überhaupt keinen Damage genommen. Au. Also das wahre Problem ist offensichtlich der Debuff, ne? Die Metatortrine hilft schon sehr, einfach weil sie diese ganzen Dinger abblockt. Sind die Dinger nicht mehr geworden? Ich habe... Oh ja, doch, ich habe mehr. Ich habe vier jetzt. Ja, letztes Mal die Instant 6. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, um das zu verdienen. Da ich die Mechanik nicht verstehe, habe ich halt ein bisschen Angst davor, ne? Ja,
Ja, wieder mit der Power der Träne. Also ich glaube, das hätten wir auch solo schaffen können. Also die Power der Träne macht das hier. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass egal, was mich trifft. Und das ist das Original. So, Maske des Klägers. Dürfen wir jetzt durchlesen, was die Mechanik macht, nehme ich mal an. Eine zu furchterregende Trauer verzerrte Steinmaske verwenden, während man sich entkleidet, um sich in einen Kläger zu verwandeln. Die Verwandlung kann nur durch den Tod rückgängig gemacht werden. Wird diese Maske während der Verwandlung benutzt, vergrößert sich der Kopf. Dieses entspricht dem Zustand eines Paradiesbewohners, aber die Menschen im Turm leugnen dies und verbargen es vor der Welt. In ihrer Torheit brachten sie die wahre Glückseligkeit mit tiefer Furcht. Zum Glück überhaupt nicht, creepy. Okay, gut, zugegebenermaßen, ich habe gerade mit der Träne ganz schön rumgelamed. Das ist immer so nicht. Okay, gut, das war also der Kläger. Cool. Also man muss sich entkleiden und dann kann man das Ding nutzen. Kann nur durch Tod rückgängig gemacht werden. Wir haben 350.000 Seelen, fällt mir halt so auf, ne? Na gut. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich überhaupt gewesen? Achso, hier. Wir sind auf der anderen Seite noch. Ich dachte eigentlich ursprünglich, das war ein Durchgang. Genau, wir sind nämlich hier. Was ich jetzt noch prüfen könnte, wäre halt, ob ich jetzt wieder ohne Raytracing, ob ich vielleicht jetzt die Performance habe, um mich mit diesem komischen Geistervogel auseinanderzusetzen. Das könnte ja theoretisch jetzt was werden. Vielleicht. Ich könnte auch noch einmal leveln. Von was auch immer. Doch, hier liegen relativ viele Käfige. Tja. Oh, ansonsten bleibt hier mir nicht viel hier in Charons Grabfeld, ne? Es ruckt immer wieder ein bisschen ruckelig hier. Hier sind die lustigen Vögel nochmal. Achso, hier sind wir. Wir sind ja direkt wieder hier. Ich dachte, der Grabvogel wäre irgendwie weiter weg. Ja, und hier könnten wir halt wieder beschwören, aber das will ja auch keiner. Gibt es hier irgendwie noch ein Mausoleum oder so? Ja, eigentlich müssten wir vor allen Dingen ans Wasser, aber da sind halt noch diese versteckten Gräber oder was auch immer die darstellen sollen. Ich habe übrigens richtig viel Angst, dass ich hier runterfalle. Hier sind vor allem noch echte Gräber, keine Geistergräber. Da sind Geisterohren. War ich hier unten nicht sogar schon mal? Und da ist mein bester Kumpel, der Feuri. Mein feurigster Fan. Warum ist der jetzt eigentlich so weit unten? Ich wollte doch eigentlich irgendwie ursprünglich mal auf irgendeinen Hügel hochreiten und wollte einen Drachen oder einen Drachling namens Bale töten, oder? Irre ich mich da jetzt komplett? Das war doch irgendwie so, oder nicht? Aber irgendwie bin ich dann irgendwie falsch abgebogen und dann bin ich nicht hoch den Berg. Aber vielleicht ist das auch komplett woanders, der Berg, und ich habe das einfach nur falsch gelesen. Na gut, ich gucke mal, ob die Performance jetzt irgendwie besser geworden ist in diesem Kampf hier, aber vorher raste ich natürlich. Und dann schauen wir mal, ob er vielleicht irgendwie doch den Grabvogel. Jo, den gibt es. Bale, den Drachen? Sicherlich irgendwo. Ich würde halt gerne da runter zu den blauen Feldern, aber ich weiß nicht wie. Wir leveln. Keine Ahnung, Kondition. Warte, ich reise mal kurz nochmal zur Tafel der Gnade. Weil ich kann. Einfach um Ausrüstungsverbesserungsdingsbums zu kaufen. Weil irgendwann, früher oder später, werde ich sterben. Und es, so wenig ich es auch zugeben möchte, es nervt mich, die Runen zu verlieren, wenn ich sie nicht für was benutze. Deswegen kaufen wir jetzt Zeug. Davon habe ich gar keine. Dann kaufen wir davon einfach mal 20 Stück. Davon habe ich technisch gesehen auch nicht genug. Brauchen wir mal 12, um einen Gegenstand zu leveln. So, und dann haben wir davon. Haben wir 19. Wenn wir 24 kaufen, dann haben wir auch genug. Okay, davon haben wir 34. Das reicht, das reicht. Okay, das können wir auch gar nicht mehr leisten. Davon habe ich nur noch einen. Oh. Gut. Dann haben wir erfolgreich wieder das Gate durchgebracht. Aber ich bin mir sicher, der nächstbeste Gegner wird schon noch kommen, um mir dann. Tja, ich könnte natürlich auch nochmal woanders. Ich gehe nochmal zu Charos Verstecken Grab. Und guck nochmal, ob wir den Vögeltod jetzt kriegen. Irgendwie mit mehr Frames.
Frames. Achso, warte mal, ich könnte natürlich auch nochmal. Was war das hier eigentlich? Sieht das so halt ein Drachen? Das könnte ich auch nochmal versuchen. Aber erstmal versuchen wir hier mal zum Kläger zu werden, der anscheinend der ultimativen Form des Paradieses. Ich muss mich dafür entkleiden, nehme ich an. Ja. Ja, dann machen wir das. Was habe ich hier? Stülpen der schwarzen Malikets. Das ist auch eine wilde Rüstung, die ich hier anhab. So, nackt. Bisschen cheeky. Okay, wir kriegen dadurch auf jeden Fall Resistenzen. Wir kriegen einen großen Kopf, wenn wir das Ding benutzen, kriegen dadurch Todesdings. Naja, gut. Jetzt hätte ich natürlich irgendwie vielleicht vorher mal Werte vergleichen sollen, um zu sehen, was es bringt. Naja, gut. Dann schreiten wir mal zur Tat. Indem ich erstmal diese Vögel töte. Wie geht los? Hatte ich die nicht letztes Mal mit dem Großschwert umgehauen? Das war wesentlich besser, ne? Also die Klägerform sieht schon sehr hässlich aus. Hä? Ich bin wieder normal. Hatte ich nicht zwischendurch geheilt? Obwohl, ich habe noch 13 Popoflaschen. Das spricht wieder dafür, dass ich mich nicht geheilt habe, ne? Ach nee, ich habe nur die Life-Rack-Flasche getrunken. Das war natürlich sehr klug. Okay, für... Ah ja, hier. Arzneieffekte haben den Verlust eines von Seelen verloren. Die ganzen 1000 oder so, die ich bei hatte. Das ist so ein bisschen wie die Drachenform, oder? Achso, den Segen des uralten Drachen konnte ich auch nur genau einmal machen. Oh. Ich sehe gerade, dass der Verbrauchsmaterial ist. Nimm dies und jenes. Das ist ein bisschen was von Naked One, ne? Das Ding hier. Ernsthaft. So. Jetzt habe ich den auch einfach noch Reduvia am Kopf geworfen, ne? Kommt der jetzt eigentlich als eine Kopie von mir raus oder ist er jetzt einfach nackt? Ah ja, okay, das ist normal, die Normalform ist einfach nackt. Na komm. Komm, Vieh, ich werde hier nicht näher rankommen. Au. Geht gut los, aber es ist nicht mehr ganz so ruckelig wie vorher. Oh ja, wir werfen wieder Vulkantöpfe. Au. Okay, das war ziemlich dämlich von mir. Mich da greifen zu lassen. Das ist übrigens schön, dass ich jetzt schon wieder in meiner menschlichen Form bin. Weil ich ja offensichtlich schon gestorben bin. Sympathisch. Schön. Ah ja. Okay, ich lasse das auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mit diesen komischen Dings. Ich kann den Segen des Drachen tatsächlich nur einmal ansetzen. Dann muss ich den irgendwie... Kann ich den irgendwie wieder aufladen? Den Segen des Drachen. Ach stimmt, ich bin lange Zeit mit der Marei-Maske rumgerannt, ne? Aber die bringt halt einfach, die bringt halt Arkan. Das bringt mir, glaube ich, gar nichts, ne? Ich erinnere mich wieder. Wir spielen hier weiter in Fashion Souls. Ich mag dieses Nox-Dingsbums-Gewand einfach nur, weil es so flowy aussieht. Warte mal, Stücken der schwarzen Ritter. Die Malikett-Stufen sind, glaube ich, tatsächlich besser in dem Sinne. Was ist denn das hier noch? Jetzt bin ich da leider rübergegangen. Das ist immer doof, dass das... Das einzige Programm, was das nicht tut, das, wenn du, was gerade passiert ist, da war irgendein Gegenstand, war neu. Und ich bin halt schnell rüber geswitcht und habe das nicht gesehen, dass der neu ist. Was es genau war, wo ich rübergelaufen bin, was neu war. Und das ist halt immer ein bisschen doof, wenn das passiert. Und das einzige Programm, was das halt nicht macht, ist mein E-Mail-Programm, weil das merkt sich tatsächlich, wenn du.
wenn du das nicht lang markierst. Das ist auch manchmal ein bisschen doof, wenn man alle Mails spontan markieren möchte. So, wir trinken hier nochmal die Regenerationsflasche. Und die Flasche des Seelenverlustes. Wow. Dafür, dass es ein riesengroßer Vogel ist, habe ich echt Schwierigkeiten, das Vieh zu treffen. Naja, gut. Denn darauf erstmal eine Träne. Dann versuche ich mal in der Zwischenzeit nochmal den nächsten Vogel umzuhauen. Der steht da hinten ziemlich offensichtlich rum und müsste leicht zu erreichen sein, oder? Bonk. Eine Sorge weniger. Leider ist der andere Vogel auch schon geaggrot. Oh, nice. Ach, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Das hatte ich da sogar mal abused, dass du den... Wie viel Schaden hat denn gerade die Träne genommen? Okay, das ist relativ ideal eigentlich gerade, dass der Vogel den... Ah, der macht schon böse viel Schaden. Ne? Ich wollte gerade sagen, bonusgemäß ist es sehr schlecht, unter dem Vogel zu stehen. Ich bin mir auch definitiv sicher, dass er nicht bluten kann. Ja, mach das bei der Träne, sonst ich hier weiter Damage. Kommt jetzt die Artillerie. Was macht der denn da? Hm. Oh, meine Träne ist einfach passiv gestorben am AOE. Das ist natürlich eher schlecht. Da. Jetzt muss ich ja doch wieder allein und ehrlich kämpfen. Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich das Raid Tracing, was hier den... was die Performance so in den Keller gebracht hat. Oh nein. Aber das Feuer... Nein, das Feuer auf dem Boden, sondern ich habe Frost. Jetzt wäre es voll gut, wenn man eine Arzneiflasche hätte, die alle Statuseffekte weghauen würde. Hallo? Weird. Und wie komme ich an diesen... Vogel auch nicht so richtig ran, ne? Oh, das Dingens macht voll guten Schaden. Ja, please no. Oh, die Tankische. Echt? Das wird aber wahrscheinlich mein Ende sein. Also ich habe gerade gesehen, dass... Oh nein. Fucking hell. Naja, gut, schön. Ja, das kriegen wir aber, glaube ich, hin, oder? Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich probiere das nochmal. Aber beim nächsten Mal. Bis dahin.